Hallo, heute ein neues Video, ein Vlog. Ich habe mal wieder ein bisschen Bock zu labern und habe mir hier so ein bisschen was aufgeschrieben. Und zwar wird es also natürlich um mein Kind gehen, um Pia, wie es mit der Kita so läuft, wie es gesundheitlich läuft, dann mein Auto und um Valentinstag geht's. Wen es interessiert, der bleibt dran. Genau, ganz großes Thema. Vor 2 Wochen war mein Auto. Ich hatte ja schon mal erwähnt, dass ich so einen alten Seat Ibiza habe, der mir Treuedienst geleistet hat, der aber einfach mal 209.000 Kilometer runter hatte. Das war sozusagen unser Zweitauto. Seit Pia da ist, habe ich den eigentlich wirklich nur genutzt, wenn ich mal wirklich alleine wohin musste und dann eben verhäuft, als er in die Kita gegangen ist und ich dann mal so einen Vormittag auch Zeit hatte, ein paar Erledigungen zu machen. Da habe ich den dann nur noch genutzt. Für weite Strecken, ganz ehrlich, habe ich mich nicht mal getraut. Also das war jetzt kein Schrottauto, aber er hatte eben den letzten TÜV mit Ach und Krach gekriegt, sag ich mal. Standen ein paar größere Reparaturen an, die jetzt nicht die Verkehrstüchtigkeit eingeschränkt haben, aber die eben viel Geld gekostet hätten, was ich nicht mal in das alte Auto investiert haben wollen würden täte. Also sozusagen unser Notauto, ne, was aber noch mehr stand, als dass es lief. Und zwar eine Frage der Zeit, bis er einen Geist aufgeben wollen würde. Das war dann vor 2 Wochen am Samstag so. Er fuhr nicht mehr, wir haben auch groß nicht mehr rumgedoktert und gefragt und in der Werkstatt gebracht, was er denn nun hat. Ich habe es akzeptiert. Für mich hieß es immer, sobald er das nächste Mal Mucken macht, wird er verkauft. Ne? Und dann war es soweit und 2 Tage später, glaube ich, Montag, haben wir dann auch schon verkauft gehabt. Dienstag wurde er abgeholt und nun stehe ich ohne Auto da. Ne? Es ist ja so, dass ich auf Arbeitssuche bin. Generell würde ich gerne nur noch halbtags oder 6 Stunden gehen und am liebsten natürlich im Wohnort, ne? Sodass ich kein Auto brauche, mit dem Fahrrad fahren könnte und halt auch schnell bei meinem Kind bin, falls was sein sollte, was ja nur die letzten Monate wirklich der Fall war. Also irgendwas war ja nun wirklich immer, wo hätte einer da sein müssen. Da ich ja jetzt nun aber schon 4 Monate suche und immer noch nichts in Aussicht habe, nicht mal Absagen kriege ich noch, ne? Frustrierend, kaufen wir uns erstmal kein Auto. Das heißt, wir sparen, 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 sparen. Falls ich dann jetzt ein Vorstellungsgespräch habe, wo sich wirklich rauskristallisiert, dass die mich wollen, dann habe ich vielleicht schon so viel zusammengespart, dass man wenigstens so einen kleinen Ford Ka oder so ein Mutti-Auto, ne, so ein Zweitauto eben kaufen könnten. Das ist zwar dann nur ein Dreitürer mit Kind, ein bisschen schwierig, aber wie gesagt, es ist ja nur dann mein Auto. Die großen Sachen, also Einkäufe oder zu Omas und Freundebesuche, machen wir ja mit dem großen Auto zusammen mit meinem Freund. Das mache ich ja eigentlich sehr, sehr, sehr selten alleine. Ja. So sieht's aus. Ich habe kein Auto mehr und ich spare jetzt. Was natürlich auch ein bisschen doof ist, weil irgendwann wollen wir ja mal heiraten. Ne? Das ist ja jetzt schon 7 Monate sind wir, glaube ich, verlobt und jeder fragt uns schon immer, na, wann wollen wir heiraten und wann haben wir einen Termin? Ja, Leute, wenn immer irgendein Auto kaputt geht oder größere Anschaffungen gemacht werden müssen, werden wir nie zum Sparen können für eine Hochzeit. Meine Freundin hat es jetzt richtig gemacht, die sind einfach aufs Standesamt, haben sich zusammenschreiben lassen, haben ein kleines Essen gemacht mit den engsten Verwandten, also wirklich engsten Verwandten, keine Freunde oder irgendwas. Und ich denke, oder so hätte ich es eben auch gerne, so einen kleinen Kreis, wo man nicht 7 Jahre sparen muss für einen Tag, den man dann hat im Leben, beziehungsweise wir haben auch einfach das Geld nicht und ich bin kein Mensch, der sich aushalten lässt. Ich hasse es, wenn ihr Mutti, Oma, Opa und alle zusammenlegen und mir Geld schickt. Das mag ich nicht. Ich will das selber bezahlen. Ich habe mir noch nie irgendwas schenken lassen. Kein Auto, kein Führerschein, gar nichts. Das ist alles von mir gekauft. Meine Wohnung, alles. Ich bin da irgendwie zu stolz, ich will das einfach nicht. Ich möchte, mag das Gefühl nicht, wenn ich irgendjemandem schuldig bin, auch wenn es nur Familie ist, ne? Also, mein Freund ist aber so gar nicht für so eine Hochzeit, der möchte das so pompös und 97.000 Leute und ein Riesensaal und alles sich schmückt und 3 Jahre feiern und naja, mir ist das auch zu anstrengend, ich kriege da schon Stressbusse, wenn ich dran denke, diese ganze Organisation neben Kind, neben Haushalt, neben. Nee, da sterbe ich. Da ist mir so eine kleine, überschauliche, standesamtliche Trauung schon echt lieber. Und das ist auch so ein Ziel, was dann irgendwie realisierbar ist, ne? Und so eine große Hochzeit, wüsste ich nicht, wann wollen wir heiraten? Mit 50? Wenn dann nicht wieder ein Auto kaputt gegangen ist oder eine Waschmaschine oder irgendwas anderes, ja?
Wir haben uns dann ja auch ein neues Schlafzimmer gegönnt, ne? War ja so ein Traum von mir, dass mein Schlafzimmer endlich aussieht wie ein Schlafzimmer und nicht wie so eine Abstellkammer. Der Schrank war einfach viel zu klein und überhaupt das, was nicht in den Schrank gepasst hat, stand dann nun an der Seite und das war überhaupt nicht. Das soll ja so eine Ausruh-Oase sein, so ein Wohlfühlort, ne? Schlafzimmer eben. Da haben wir uns dann jetzt Anfang des Jahres einen neuen Kleiderschrank geholt, da passt dann nun wirklich alles rein. Den wollte ich dann noch schön dekorieren, das Schlafzimmer. Ne, kam dann hier nur ein Auto dazwischen. Bin ich zu geizig für Deko Geld auszugeben? Ich weiß, ich bräuchte es vielleicht für ein Auto, weil ich schnell wieder arbeiten gehen soll, wollen wird. Naja, da kommen wir zum nächsten Punkt. Valentinstag, ne, steht vor der Tür, sind jetzt noch 11 Tage. Habe ich mir Gedanken gemacht, was machen wir und bipapo. Wollte ich erst geheim halten, ich wollte uns so ein Partnershooting schenken. Ja? Wir haben so schöne Bilder zu zweit in den ganzen 3,5 Jahren, die wir zusammen sind, nicht. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, so eine Aktion, so ein Fotostudio bei uns in der Nähe hat so eine Aktion, relativ günstig, machen wir das. Ne? Wollte ich ihm erst überraschen, nun ist der Termin aber schon morgen. Also vor Valentinstag, weil die Aktion nur bis 15. geht. Das ist natürlich total ungünstig, weil am 14. ist ja nun erst Valentinstag. Egal, habe ich ihn nun eingeweiht, weiß er schon, was wir zu Valentinstag kriegen. So ein paar schöne Bilder von uns zwei, wo ich dann vorhabe, so eins auf Leinwand zu machen und ins Schlafzimmer zu hängen. Weiß nicht, ob das find ich ein bisschen unpassend, wenn das Kind drauf ist. Wir haben so viele Bilder mit Pia. Ins Schlafzimmer kann ruhig mal eins von uns beiden, weil es ist ja auch unser Schlafzimmer, ne? Genau. Also Valentinstag schenke ich Fotoshooting. Vielleicht hat ja noch irgendjemand keine Idee. Dann würde ich vielleicht darüber mal nachdenken, ne? So ein schönes Shooting zu zweit. Ich weiß natürlich noch überhaupt nicht, was ich anziehe. Und was ich meinem Freund anziehe. Und wie stellt man sich überhaupt hin und wie guckt man? Naja, muss ich dann heute nochmal so dezent in mich gehen, wie ich da hier meine Modelposen mache. Was ich überhaupt mit meinen Haaren mache und wie schminke ich mich? Eher dezent? Oder schon ein bisschen auffallender, weil Bilder verschlucken ja auch immer mal so viel. Ah, ich weiß es noch nicht. So, letztes Thema. Es sind schon 7 Minuten. Oh Mann, ich erzähl und erzähl, ja, und komm nicht auf den Punkt. Pia, mein Piechen. Wann hatte ich denn eigentlich das letzte Laberababa-Video gemacht? Aber nach Weihnachten, nach der OP, genau. Ja, OP gut überstanden. Wir haben auch seitdem, ja, Klopf auf Holz, keine Mittelohrentzündung gehabt. Allerdings hatte sie 3 Tage nach der Kita, also am 7.1. ging die Kita wieder los, da war ja so lange Pause, Weihnachten und Neujahr und so, hatte sie dann gleich wieder einen schönen Schnupfen. Den sind wir genau vorgestern losgeworden, ja. So lange hat er sich gezogen, der Husten auch. Allerdings hatten wir kein Fieber. Das häufige Fieber der letzten 4 Monate oder das ständige Fieber der letzten 4 Monate kam immer von den Ohren. Jetzt war sie zwar wieder erkältet, diese OP, dieser Trommelfellschnitt und diese Rachenmandelentfernung, die verhindern ja nicht, dass die Kinder nicht wieder krank werden, nur dass die eben nicht immer so eine schlimme Mittelohrentzündung kriegen mit Fieber und Bibabo. Also sie war wieder erkältet, aber eben ohne Fieber. Hat sich aber trotzdem ewig gezogen, was bei Kindern aber, glaube ich, wirklich normal ist. Jedenfalls sind wir den Schnupfen los gewesen, habe ich schon gejubelt zu früh, denn seit vorgestern haben wir wieder Schnupfen. Gestern hatte sie dann auch wieder erhöhte Temperatur, habe ich sie gleich zu Hause gelassen, also nicht in die Kita gebracht. Ich hätte sie bringen können mit nur Schnupfen und erhöhter Temperatur, aber jeder weiß ja, wie es ist. Man fühlt sich dann nicht so und da ich ja sowieso noch nicht arbeiten bin, habe ich gedacht, komm, lässt das Mädchen zu Hause. Der einen Tag kann jetzt der Haushalt auch noch liegen bleiben. Ja, mein Gott, Hauptsache sie ruht sich aus, weil ich kenne mein Kind in der Kita, macht die Schnipp Vollgas rein 7:30 und bis ich sie hole, wird da keine Minute Luft geholt. Die gibt absolut Vollgas. Das ist auch das, was die Erzieherinnen mir erzählen. Also sie ist die Einzige, die dort komplett die Einrichtung von A nach B trägt. Mit Spielen und Hinsetzen macht sie mit, aber sie ist einfach immer woanders und überall. Und mit jedem Kerl knutschen und von jedem Nunni in den Mund stecken und na klar, so wären wir nie gesund, ne? Aber generell, ich glaube, sie checkt jetzt auch schon, wenn ich früh sage, wir gehen in die Kita, dann tippelt sie zur Couch, wir setzen sie immer oben auf die Lehne und ziehen sie dann so an, da liegen dann auch immer ihre Sachen. Sie schnappt sich auch manchmal am Wochenende schon ihren Kita-Rucksack und rennt zur Tür und will dann immer, ne? Sie sagt zwar jetzt nicht Kita oder so, aber sie freut sich auf jeden Fall. Der Weg zur Kita wird dann immer gekuschelt, da legt sie sich so auf meinem Arm, da ist ja dann noch dunkel, guckt immer die Autos, die Lichter an. Und sobald ich sie runterlasse, also vor der Kita-Tür, lasse ich sie selber reinlaufen. Bupp, stürmt die am liebsten noch mit Sachen, ja nicht erst ausziehen, gleich rein. Da ist
Highlife in Dosen, ja. Und tatsächlich ist es so, dass ich mittlerweile ein bisschen knochig angeguckt werde, wenn ich zur Ruhe komme, ja. Ich voller Vorfreude, 4 Stunden ohne mein Kind, Haushalt erledigt, ich freue mich. Ja, yeah, habe ich alles Blöde hinter mir, kann ich mich jetzt wirklich komplett ohne dem Hintergrund, du musst noch das und das und das machen, kann ich mich komplett dem Kind widmen. Freue mich, wurde das Mädchen, ja. Die kommt, drückt mich und saust wieder zurück, will ja nicht angezogen werden und ja nicht mit. Einerseits ist es schön, ja, weil das beruhigt mich, sie fühlt sich wohl. Andere Seite ist halt, dass ich mir dann denke, na und zu Hause ist wohl nicht schön. Wir haben alles sauber gemacht, Mutti. Wir können überall spielen und Unordnung machen. Ja, ich hole sie so 11:15 Uhr, um 11 Uhr gibt es Mittag in der Kita, also sie ist dann auch dort, sie isst auch Früchte dort 7:30 Uhr. Da wir ja sowieso um 6 wach sind oder eher, bringe ich sie so gegen um 7 zur Kita. Manchmal läuft es auch selber, dann braucht man ein bisschen länger, aber so, dass er 7:30 Uhr auf jeden Fall zum Frühstück da ist. Von 7:30 Uhr oder sagen wir mal Viertel 7:30 Uhr, das sind 4 Stunden, ja, die sie dann in der Kita bringen und es läuft top. Also so schlecht wie der Start war, die Tränen und das Bangen, das hat sich gelohnt. Also es ist wirklich so, egal, Kinder brauchen eine gewisse Zeit. Ich habe ja auch die Zeit gebraucht, um mich daran zu gewöhnen. Aber jetzt bin ich wirklich froh für diese paar Stunden vormittags, ja, wovon ich nicht wirklich viel habe. Heute habe ich wirklich Vollgas hier mit meinem Freund, dass ich noch eine Stunde zum Videodrehen habe. Also es ist wirklich hilfreich, die paar Stunden, ne? Bis ich jetzt keine Arbeit habe, gebe ich sie auch nur Vormittag, weil wie gesagt, sie schläft in der Kita schlecht und mein Mädchen braucht den Mittagsschlaf, sonst ist sie den kompletten Nachmittag knochig, wenn sie dort in der Kita nur so eine Stunde ruht. So wirklich geschlafen hat sie da ja laut Aussage der Erzieherin nicht. Sie hat ewig gebraucht zum Einschlafen, ewig geweint. Und als aufgewacht ist, hat sie auch als erstes geweint. Ich meine, das ist zu Hause nicht anders, aber zu Hause schläft sie dann doch erholsamer und manchmal auch ein bisschen länger, 2 Stunden. Wir haben auch manchmal 3 Stunden Mittagsschlaf. Manchmal ist er nach einer Dreiviertelstunde schon am Kriechen und Schreien und man kriegt es gar nicht wieder beruhigt. Ja, aber es ist eben so, ne? Es ist kein Roboter. Aber generell läuft es tipptopp in der Kita. Wir haben jetzt auch am 16.01. Elternabend. Puh, das wird ein bisschen eigenartig. Aber ich freue mich, was die so erzählen über mein Mädchen, ja. Man schwatzt ja schon immer mal mit den Erziehern, aber dann so in so einem großen Kreis bin ich gespannt, wie die sich äußern über mein Mädchen. Ja, ich mache Schluss. 12 Minuten 40, ja, für 3 Themen. Man hätte das in 2 Minuten erzählt. Auto kaputt, Kita läuft gut, Valentinstag Fotoshooting geschenkt. Punkt. Das wäre so ein Mann, ja. Und Frauen sitzen wieder. Ach, Menschen finden kein Ende. So. Ich höre jetzt auf. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit ich noch habe. Ich würde noch gerne so ein Favoritenvideo drehen, beziehungsweise so ein Flop-Video, so ein Top und Flop. Weil da habe ich wirklich einiges, wo ich nur schimpfe im Bad. Und einiges, wo ich immer denke, Mann, warum ist das so teuer? Ich hätte es gerne noch einmal. Mal gucken, vielleicht drehe ich das gleich noch im Anschluss. Hier mache ich erstmal Schluss und wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss!